geht's weiter mit dem fünften Teil des Minecraft-Let's Plays mit dem maximalen Gold. Ich habe weiterhin nur ein halbes Herz und... Also halbes Herz und überhaupt keine Hungerspunkte. Dafür aber wieder massig Gold mitgenommen. Ich sollte aber jetzt erstmal mein Essen braten. Ich mit den beiden Dingern kriege ich meinen 8 Hungerspunkte wieder hergestellt. Ich sollte mir eine Farm aufbauen. 2 Schafe sind hier jetzt. Ist hier vielleicht noch ein weiteres Tier gespawnt. Also ich habe hier plötzlich 2 Schafe. Vielleicht sonst noch ein Tier gespawnt hier. Oder geht so weit runter. Das ist natürlich bei einem halben Herz ganz gefährlich. Dann sollte ich mal das Huhn hier töten, damit ich immerhin auch Hühnerfleisch kriege. Wo ist das denn? Wo ist das Huhn abgeblieben? Ach, da im Wasser. Beim halben Herzen. Zack. Da ist Gold. Gold, Gold, Gold. Komm jetzt raus. Ich hab so viel Gold hier. Die Schafe. Oh, ist gerade noch das Gold am Verarbeiten hier. 15 Level schon. Da, was kann ich denn machen? 2 Schafe bringen mir nichts. Ich muss jetzt mal sagen. Weil ich hier 51 Eichenwipfel im Farmer hier entlang. Sag mal, ich möchte diesen Berg hier abtragen hier. Zu der Ebene hier. Vielleicht dann nochmal ein weiteres Haus. Nein, kein Haus, ich will da Bäume pflanzen in dem Gebiet. Dann muss immer der Berg weichen. Wenn man das in Real Life, das in echt, wäre sowas umweltfreundlich, einen Berg abzutragen und dafür da einen Wald hinzubauen. Oder hinzupflanzen. Die Sonne geht unter. Da taucht Golderz auf. Ich muss natürlich das alles weggraben hier. Wenn ich 4 Blöcke tief falle, tot. Wenn 4 Blöcke fallen würde, mein Tod bedeuten. Keine Schaufel mehr übrig. Spitzhacken hier. Spitzhacken nur will ich ihn nur. 2, 1, 0 und kaputt. Ich habe keine weitere Eisenspitzhacke mehr. Ich habe jetzt 8 Fackeln dadurch wieder gewonnen. Das ist abgegraben. Hier muss ich erstmal natürlich wieder Fackeln platzieren, mit der nichts spawnt. Ich habe jetzt 3 Schafe, also vermehren sich hier anscheinend die Schafe. So, schon versetzen wir hin. Sonne geht unter. Gold ist immer noch nicht fertig. Ist immer noch nicht dunkel genug. Es wird langsam dunkel hier. Und jetzt muss ich natürlich auf der Seite muss ich diesen Berg ebenfalls abtragen, damit man hier einen schönen Sonnenuntergangsblick hat. Und es ist immer noch nicht nachts. Die habe ich mir jetzt schon aufgenommen. Für 4 Minuten. So. Jetzt habe ich das so umgestellt, dass ich sehen kann, wie weit ich schon am Aufnehmen bin. 4 Minuten 33, 34. Ja, 3 Diamanten habe ich immerhin noch. Aber ich könnte mir auch ein paar Eisen schaufeln. Oder 2 Eisen. Nein, ich mache nur eine ja, ich habe mir jetzt 2 gemacht, aber. Ich kann auch sowieso mit 2 Schaufeln aber auch mal anfangen, weil wir nämlich diesen ganzen Berg auch abgraben.
Von der Ebene will ich mich abgraben. Hallo? Soll ich mich da abgraben? Okay, der Stein. Ich fällt alles runter. Ich kann am besten schön zubauen in die Gegend, damit ich hier nicht runterfallen kann. Sieht auch ein bisschen besser aus, finde ich, wenn das Roam nicht runterfallen. Das wäre beinahe das Geschehen hier. Stein abbauen und schon wieder eine Spitzhacke kaputt. Aber ich habe zum Glück noch eine Diamantspitzhacke und das Gold. Ganz viel Gold hier drin. Die Bäume droppen ja ab und zu Äpfel, deswegen. Ich habe jetzt ein paar eingepackt. Nehmen wir erstmal. Muss ich sowieso hier mit Erde zu bauen, weil ich nämlich hier irgendwie noch eine weitere Farm bauen könnte. Da ist noch mehr Gold. Da ist wieder eine Fackel zerstört. Ich muss jetzt erstmal kurz husten. Aber nicht viel. Und jetzt einiges an Gold. Dann könnte ich später auch irgendwie noch verbrauchen. Aber ich habe das hier fast alles komplett abgeebnet hier. Nur noch wenige Blöcke sind das. Ah, so viel, jetzt ist Mittag geworden. Weiter am Abbauen hier. Übrigens wichtiger Hinweis ist, ich brauche erstmal Kommentare zu meinem 300. Video Special. Auch mein 200. Video, was noch aussteht, muss nachgeholt werden. Hier zu bauen. So ist es mal relativ gut zugebaut. Ich muss natürlich das auch noch wegmachen, damit ich hier Erde hin tun kann. Jetzt hat das ganze Gold hier abgegraben. Auch gefährlich hier mit dem kann man leicht runterfallen. Das ist jetzt wie eine Art Survival Island, wo ich da drauf gespawnt bin. Erstmal alles in Erde zugebaut, der Berg ist weg. Da sind noch die drei Fackeln. Ah, ich bin gestorben.
Viel der Schwerkraft zum Opfer. Jetzt ist aber mein Hunger erstmal wieder voll. So, das heißt, ganz gut schon wieder. Nun lande ich da schon wieder. Wieder irgendwie klicke ich immer wieder auf die Windows-Taste, ungewollt. Müssen doch diese beiden brennen und dann kann ich den hier noch brennen und dann muss noch das Gold rein. Dann sind nochmal 64 Stacks hier zu brennen. Muss ich nochmal in die Mine rein. Aber die erste Stein. Nein, die Erde brauche ich jetzt gar nicht. Ich soll die Eisenschaufel hier. Diese Erde hier noch wegmachen. So, und dann noch das rein. Und es wird nicht mehr reichen, die Kohle. Muss ja also neue Kohle herholen. Also in der Mine muss ich mich anscheinend weiter durchgraben. 28 Golderz habe ich hier noch. Spitzhacke habe ich ja, die Diamantspitzhacke habe ich ja. Der erste Baum ist gewachsen, der ist direkt ein Riesenbaum geworden. Den Riesenbaum hier abernten. Dafür stelle ich mal die Grafeinstellung auf schön, damit man sehen kann, wo das Holz ist. Hier sieht man verstecktes Holz, wie tief da hinten. Ich kann mich so weit hochbauen, dass ich jetzt hier am Holz bin. Natürlich ein bisschen blöd, dass hier so ein riesiger Baum gewachsen ist. Das war schon groß geworden, der Baum. Da ist noch mehr Holz. Und dann ist noch mehr Holz, da ist noch Holz. Zack, jetzt ist mal der Baum hier abgeholzt. Dann Holz, der darf Holz. Sonst ist hier kein Holz mehr. Das heißt, ich kann mich wieder runterbuddeln. Da ist auch noch was Holz. Ah, jetzt ist aber nichts mehr da. Relativ aufgebrauchtes Schwert, aber dürfte schon noch für den Anfangsmoment reichen. Jetzt erstmal hier noch einen sicheren Runtergang bauen. Ich habe mich jetzt zur Höhle runtergraben. Das ist der ganze Weg, den ich hier nach unten gegeben habe. Da habe ich einen Gang gegraben, muss ich zum Beispiel, sag mal hier einen Gang rein. Wo führt mich das hin? Wieder Gold. Das ist, glaube ich, Anisit, oder was ist das hier? Sehe ich gerade nicht. Was ist das denn? Anisit, ja, ist Anisit. Da muss ich immer Kohle finden hier. Ist dunkel für euch wahrscheinlich. Ich will jetzt mal kurz an Kohle finden. Hier ist ja Kohle. Vielleicht im Moment für so ein paar Fackeln. Ich muss jetzt mal holen. Die 8 Fackeln. Hier keine Monster spawnen. Jetzt kommt schon wieder ein Gold vorkommen. Und jetzt, bei den Einstellungen, die ich jetzt gemacht habe, ist Gold natürlich
ganz häufig, aber die anderen Metalle und sonstigen Rohstoffe kommen ganz normal vor. Für Skelett und Zombie. Einmal plötzlich ganz laut sogar. Scheint hier direkt nebenan zu sein. Scheint von über mir zu kommen. Das Bird, das haben wir auch noch. Lapis Lazuli. Nehme natürlich gerne Lapis mit. Das ist Diorit. Redstone. Kohle ist hier auch noch. Kohle grabe ich jetzt auch noch weg. Für mich ist die jetzt noch wertvoll. Ich sollte vielleicht auch mal sagen, ob ich vielleicht auch mal ein Let's Play beginnen soll mit zum Beispiel nur Kohle und Gold maximal oder nur Kohle und Diamanten maximal. Oder zwei, also zwei bestimmte Rohstoffe maximal, alle anderen kommen überhaupt nicht vor. Zum Beispiel, dass nur Kohle und Diamant vorkommt, da kann man, na, da braucht man noch Eisen, Kohle und Eisen und Diamant. Weil man braucht Eisen, um Diamanten da abzubauen. Oder man lässt einen Creeper sprengen. Also auch ohne Eisen. Das ist einfach nur Kohle und Diamant. Muss ich erstmal ein bisschen mehr Sticks machen. So, 4, 6 Sticks. Beispiel wie ein Stack Fackeln. Da ist ein bisschen Granit. Da kommt schon wieder ein bisschen Diorit. Da scheint hier nichts Besonderes vorzukommen. Lavasee höre ich. Ich höre Lava. Und hier finden wir es. Hier ist dann die Erde. Ja, und schon wieder auf die Windows-Taste gekommen. Was war das? Creeper. Hat sich ein Creeper verletzt. Wo kommen die Geräusche her? Zombie, Spinne. Wo kommen die her? Jetzt scheint die auch direkt von vor mir zu kommen. Wo ist das denn? Unter mir? Oder ist es hinter einem Goldvorkommen hier? Hier ist natürlich Erde und hier ist Eisen. Eisenvorkommen, die kommen ganz normal vor. So, jetzt kehre ich erstmal wieder heim. Lieber gebraten. Jetzt was gebraten ist. Hallo. Ja, das kommt bei dir. Ja. Wo? Ich bin jetzt hier so aufgenommen.
Aber ich habe sowieso jetzt schon 20 Minuten, also das ist jetzt ja, bedenke, das 299. Video, also Zombie-Geräusche nochmal. Ja, jetzt noch ein Haus zurück. Wird wahrscheinlich hier auch mal die Treppen reinmachen. Oder dass sie direkt mit unserem Haus, mit meinem Haus verbinden. Und da noch kleine Slime-Farm hinbauen. Das viele Gold wäre hilfreich, um dann viele Booster-Whales zu machen. Also Powered Whales kann ich dann ganz viele machen. Es ist Nacht draußen. Ich muss das Schwert rausholen. Wenn hier kein Monster da ist, ist das erfolgreich. Scheint ja auch gar keins gespawnt zu sein. Also hier, glaube ich, schien einfach jetzt mal kein Monster gespawnt zu sein. Also auch wenn es nachts und regnet. Es ist hier kein Monster gespawnt, immerhin. Durch diese viele Fackeln. Aber erstmal werde ich euch verabschieden mit dem Schlafen. Liken, das wird mich motivieren, das Video weiter Videos zu machen, genau, abonnieren. Teilen macht mich bekannter. Bis dann und ciao.